This is a true love. This is a true love. Man, yeah, this is a true love. Hey, yo, this is a true love. Hi Leute, in dem Video geht es heute um die Annahme von Ängsten einmal und darum, dass man durch Wandlungsprozesse auch mal hindurchgehen muss und dass man diese Wandlungsprozesse, auch wenn sie schmerzhaft sein mögen oder sehr beängstigend am Anfang, dass man da auch mal durchgehen sollte. Und zwar ist es, denke ich, so, oft mag man nicht sich mit der Angst konfrontieren, man mag dem einfach aus dem Weg gehen und man meint, man wäre geheilt, wenn man was verdrängt wieder und sich dadurch wieder gut fühlt. Also oft, ich meine, das, was in der Schulmedizin gemacht wird, dass man, jemand ist krank und man gibt Medikamente, dadurch unterbricht man ja nur die Heilung, die Entgiftung des Körpers. Und man muss eben auch mal durch diese Heilungsprozesse, durch diese Wandlungsphasen hindurchgehen, auch wenn das mal schmerzhaft eine Zeit lang sein mag. Aber viele Mittel, auch ja, gerade Medikamente oder selbst wenn es die Ernährung ist, es bremst wieder nur diesen Wandlungsprozess und diesen Entgiftungsprozess, Heilungsprozess. Und es ist eben so, man kann das ganz gut mit der Geburt vergleichen von einem Kind. Ein Kind ist so das ganze Leben lang, ein Kind ist vor der Geburt im Mutterleib. Fühlt sich super geborgen, schwimmt in dieser geborgenen Blase der Mutter und hat alles, was es kriegt, wird mit Nährstoffen versorgt und ja, kriegt Liebe und alles ab und ist da total geborgen, völlig geborgen im Mutterleib. Und dann kommt aber irgendwann, ja, die Zeit einfach, wenn es halt reif ist, die Zeit, wo das Kind auf die Welt kommt und muss dann durch eine schmerzhafte Phase eigentlich. Ein Kind wird dann aus dem Mutterleib rausgerissen und muss kopfüber in den dunklen, engen Gang und weiß nicht, was dann durchgeht und was dann kommt. Und wenn sich das Baby dagegen wehrt, dann kommt es eben zu so Sachen wie, dass der Mutter eben der Bauch aufgeschnitten werden muss, dass es zu einem Kaiserschnitt kommt. Oder dass es sich die Nabelschnur irgendwie um den Hals wickelt oder mit den Füßen dann vorauskommt. Und dadurch wird das Ganze nur schmerzhaft, wenn sich das Kind dagegen sträubt. Es wird schmerzhaft für die Mutter, es wird schmerzhaft für das Kind. Und wenn aber die Zeit gekommen ist, dann ist es halt soweit. Dann muss das Kind halt auf die Welt. Ne? Und sich gegen Prozesse zu wehren, so ist es eben dann auch bei Krankheiten. Bei Heilungsprozessen, wenn es jetzt an der Zeit ist und der Körper gerade diese Emotionen, Gifte oder was auch immer heilen möchte, ausscheiden möchte, dann, wenn man es dann wieder unterdrückt und sich dann gegen wehrt, aber man schon sich in diesem Heilungsprozess befindet, dann wird das Ganze nur schmerzhafter. Wenn man loslässt und in den Fluss geht und dann findet das Ganze ganz locker vonstatten und bei der Geburt eben auch die Mutter, wenn sie loslässt und da wirklich reingeht und das annimmt, dann kann eine Geburt ganz anders vonstatten gehen. Und eben auch so ein Heilungsprozess. Und ich möchte euch einfach ein bisschen wieder dazu motivieren, dass ihr auch mal probiert, immer mehr diese Dinge anzunehmen und nicht sie wegschieben zu wollen und dann wieder verdrängen, dadurch, dass man dann wieder Medikamente nimmt oder dass man wieder zurückfällt mit der Ernährung, sondern man das annimmt und sagt, hey, jetzt nehme ich die Emotion mal an und gehe da mal durch und kompensiere das nicht mit Essen. Und ja, wird ja jeder kennen, so dieses gefühlsmäßige Essen, so warum isst man überhaupt und stopft sich voll. Ja, das mal annimmt und da auch mal durch diese Prozesse durchgeht, durch diese Heilungen. Und
ja, das mag schmerzhaft sein im Übergang und man muss das Vertrauen haben. Das Kind bei der Geburt, das weiß nicht, was da kommt. Das ist einfach nur schwarz, eng und muss da jetzt irgendwie durch. Aber wenn es das annimmt und dieses Urvertrauen wieder kommt, man muss wieder ein Urvertrauen entwickeln in diesen Heilungsprozess und einfach wissen, dass es gut wird, dass es nur ein Heilungsprozess ist. Und es mag natürlich schwer sein, schmerzhaft, gerade in so Situationen, wenn man krank ist. Aber wenn man das dann mal annimmt, diesen Schmerz, diese Krankheit, dann ja, kann das zu unglaublich positiven Wandlungen führen und zu wahrer Gesundheit einfach, zu einem wahrhaftigen Wandel. Und ja, man kratzt dann nicht nur an der Oberfläche, sondern ist da dann wirklich durchgegangen. Und ja, ich hoffe, ihr probiert auch da wieder mehr die Dinge anzunehmen und zu schauen, was will mir vielleicht diese Angst sagen, was will mir diese Krankheit sagen, was will mir dieser Schmerz sagen, zu was werde ich dadurch gezwungen, zu was zwingt mich ein Symptom, zu was zwingt es mich, wenn ich nicht mehr laufen kann oder wenn ich schlapp bin, ja, vielleicht sollte ich mich halt gerade mal ausruhen oder dass man sich die Finger vielleicht nicht mehr bewegen kann. Vielleicht, ja, zu was zwingt es einen, dass man die einfachsten Dinge manchmal dann nicht mehr ausführen kann? Und vielleicht sollte man sie dann auch eine Zeit lang nicht machen und dann schauen, ja, was steckt da dahinter? Was kann man daraus lernen? Zu was zwingt das Symptom ein? Und das dann auch psychisch verarbeiten oder diese Ängste, die eben hochkommen, emotional verarbeiten. Ja. Egal auf welcher Ebene eben. Ja. Sei es körperlich mal einen Schmerz anzunehmen und durch diesen Heilungswandlungsprozess durchzugehen oder sei es eben emotional. Ängste oder Krankheit. Genau. Ja, ich hoffe, ihr könnt es ein bisschen nachvollziehen, was ich mit diesem Vergleich mit dem Geburtsprozess so mein. Man muss eben mal durch eine enge, dunkle Zeit durchgehen und dieses Urvertrauen einfach haben. Aber anders wird es noch schmerzhafter, wenn man an dem Alten noch zwanghaft los festhält, auch wenn die Zeit gekommen ist, es loszulassen. Und so ist es eben bei der Geburt genauso. Wenn die Zeit gekommen ist, dass das Kind auf die Welt kommen soll, dann ist es an der Zeit loszulassen. Und nicht zwanghaft am Alten festzuhalten. Auch wenn es schön war, in dieser Geborgenheit im Mutterleib so. Aber wenn man dann eben zwanghaft festhält, ja, wie gesagt, dann wird der Bauch aufgeschnitten. Dann passieren solche Dinge oder eben, dass sich die Nabelschnur irgendwie verheddert oder all solche Sachen. Genau. Also lasst, probiert es immer mehr zuzulassen und da durchzugehen, da reinzugehen, das anzunehmen. Ja, so viel dazu. Macht's gut, Leute. Ciao.